Die Antirassismus-Demonstrationen, die ja nun mal ein wichtiges Anliegen haben, das sich nicht einfach verschieben lässt und nicht überall wird mit Maske demonstriert. Das ist ja auch schwierig, wenn man laut rufen will dabei. Durchzuckt es Sie da als Virologe, wenn Sie diese beiden Dinge angucken und sagen, ich hoffe zwar, dass es keine steigenden Neuinfektionszahlen dadurch gibt, aber ich muss damit rechnen. Ja, sicher. Also natürlich ist das so, dass da auch jetzt keine spezielle Erfahrung dazu habe. Nach allem, was ich so lese, ist es ja so, dass man sich draußen weniger infiziert. Aber der Effekt von so vielen Leuten an einem Fleck, der wird da natürlich auch dagegen spielen. Und natürlich wird das dazu führen, dass Nester von Virusverbreitung... Sich wieder bilden. Jetzt haben wir in Deutschland zum Glück im Moment eine so niedrige Inzidenz, dass es durchaus vorstellbar ist, dass auch eine große Menschenansammlung zusammenkommt, ohne dass da auch nur ein Infizierter dabei ist. Das ist natürlich ein Effekt und eine Hoffnung, die man da jetzt nicht vergessen darf dabei. Wir sind eben wirklich in einem absoluten Niedrig-Inzidenzbereich in Deutschland mhm. und vollkommen unabhängig von der Betrachtung, ob so eine große Menschentraube gefährlich ist. Ich denke, das ist sie, kann man aber dennoch hoffen, dass trotz aller Gefahr nichts passiert ist, weil einfach gar kein Virus da war. Das heißt, das wird ein Punkt sein, den man in den kommenden Wochen hoffnungsfroh beobachten soll.